Beim heutigen Bier heißt Houston, do you read me? Ich hoffe, wir kriegen kein Problem. Mit welchem Bier? Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Polish Beer Friday, der Tag der Woche, der dem polnischen Bier quasi reserviert ist. Und ich habe heute ein Bier, das bezieht sich eher auf Houston. Und zwar liegt das ja in Texas in den USA. Aber es geht ja offensichtlich um Weltraumfahrt und da ist es ja bekanntlich tiefschwarz und dunkel. Und man stellt die Frage, Houston, do you read me? Und wie gesagt, ich hoffe, wir kriegen kein Problem damit, weil ein spannendes Bier. Pastry Stout ist der Bierstil und den habe ich tatsächlich noch nicht oft gehabt und schon gar nicht hier am Kanal. Aber wenn es gut gemacht war, dann war es ein sehr, sehr leckeres Bier. 10 bis 12 Grad Temperatur sind empfohlen und ich glaube, die haben wir zumindest mit den 10 Grad ganz gut eingefangen. Was die Bittere angeht, einer von, was sind das, 6 Strichen, also da geht es jetzt eher nicht bitter zu, 24 Grad Plato, 8,0 Volumenprozent Alkohol. Ja, ich glaube, das ist eher auf der stärkeren Seite. Und es ist noch Laktose, Tonkabohne und Erdnussbutter drin. Also auf die Erdnussbutter bin ich mal gespannt. Und was das vor allem alles mit Houston zu tun hat, vielleicht werde ich mich jetzt wegbeamen. Hier die Bottle Cap von Brovar Nepomucen. Und dann, sagen wir mal, gehen wir das Ganze fröhlich an. Und ich finde auch das Etikett sehr schön gestaltet. Hätte gar nicht gedacht, dass das Nepomucen ist, aber ich habe das im Online-Shop gefunden und habe mir gedacht, mal ein bisschen schauen, dass ich da irgendwie Schaum hinbekomme. Ja, das wird tatsächlich ein bisschen kompliziert. Ja, es ist ein schöner kaffeebrauner Schaum, der haftet auch ganz gut am Glas, aber der macht keinen stabilen Eindruck und schon gar nicht intensiven Eindruck. Das muss ich schon immer ein bisschen hochschütteln. Ansonsten ist das tatsächlich hier das schwarze Loch. Hm? Also das ist... Ja, selbst wenn ich es jetzt hier gegen meine Videoleuchten halte, also viel Licht kommt da nicht durch, um nicht zu sagen, da kommt nicht mal ein Schimmer hier unten an der dünnen Stelle. Das ist echt schwarz wie ein Bärenarsch. Ich habe mich noch gefragt, wo kommt die Erdnussbutter her? In der Kombination riecht das wie ein Snickers. Kakao, Schokolade, Snickers. Bisschen Karamell. Aber das ist, glaube ich, eher die Erdnussbutter und das ist kein wirkliches Karamell. Ach, ist das lustig. Ich habe das echt nicht gewusst. Ich habe das, als ich die Zutaten rausgesucht habe, so, was? Erdnussbutter, Laktose, Tonkabohnen? Hey, wie geil. Das erinnert mich so ein bisschen an Belgian Beaver. Das Peanut Butter Milk Stout. Aber das hat hier so ein bisschen mehr diese tatsächlich Snickers-Richtung. Witzig. In diesem Sinne, cheers. Aber die Kakaobohnen waren der Hammer, also die Tonkabohnen. Ja, das ist wie flüssige Schokolade. Kakao bis zum Abwinken. Tatsächlich sogar so ein bisschen too much. Ich finde das... Hat sogar fast ein bisschen, vielleicht gibt sich das noch. Warten wir mal ab. Ja, es ist, hat schon eine gewisse Süße, aber keine klebrige, sondern die passt natürlich. Wenn ich Schokolade drin habe, dann darf das ja auch süß sein. Es hat auch so eine bittere, die aber eher über die Schokolade kommt. Keine Hopfenbittere. Kakao. Bisschen Erdnuss, diese so Milk Stout, Laktose, die ist da auch mit drin und ein bisschen dieses Pastry-artige, wo man so dieses gebäckige Gefühl damit dabei hat. Geht das so ein bisschen in die so leichte Biskuit-Richtung. Vollmundig, schön samtig, aber trotzdem glatt, läuft irrsinnig gut. Minimal ölig in der Textur. Sehr zurückhaltende Kohlensäure, habt ihr ja selber gesehen. Voller Körper. Grandios. Oh, das riecht. Wahnsinn. Das hat jetzt so eine
Snickers im Milchkaffee. Aber da kommt noch so eine Milchkaffee-Note mit dazu. Die entwickelt sich, also tatsächlich, das muss man ein bisschen warm werden lassen. Ich habe jetzt so ein bisschen da drin, aber das ist jetzt schon grandios. Ich stehe da so fürchterlich drauf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin ja damals diesem Belgian Beaver Peanut Butter Milk Stout Ewigkeiten hinterhergefahren. Wollte das unbedingt mal vom Fass trinken. Und dann war ich in San Diego und musste tatsächlich zu zwei Taprooms fahren, weil bei einem war gerade das Fass leer und die wollten kein neues anschlagen, weil sie zugesperrt haben. Und bin in den zweiten gefahren, die hatten zum Glück noch was da gehabt. Ich bin dann gelungen. Nee, also hinten raus viel Schokolade, Erdnussbutter, Kakao, Milchkaffee. Wenig Alkohol. Um nicht zu sagen, minimal. Aber der tritt wirklich nicht in Erscheinung. Also 8% so gut zu verpacken, da braucht schon einiges, aber man hat auch einiges reingegeben mit. Also ich bin echt fast ein bisschen sprachlos. Ich verstehe im Augenblick noch nicht so ganz, was das mit Houston zu tun hat, außer dass es vielleicht das schwarze Loch ist und dass das jetzt meine Space Odyssey wird. Aber ich kann nicht anders umhin. Houston, do you read me? Von Probier TV. 5 von 5 möglichen Punkten für das Pastry Stout von Browar, den Pomutzen aus Polen. Und wenn ihr diese Biere bestellen wollt, dann verlinke ich unten in den Shownotes nochmal die entsprechenden Shops dazu. Habe jetzt einen zweiten dazu gefunden und da gibt es die fallweise zu kaufen. Das sind natürlich auch immer saisonale Biere, die gibt es nicht immer, aber da lohnt es sich immer wieder mal vorbeizuschauen. Und wenn es nicht das gibt, gibt es ein anderes geiles Bier. Ich habe da schon so viel einfach auf gut Glück gekauft, genau wie das hier. Und bin da eigentlich bis auf ein oder zwei Male nicht wirklich auf die Fresse gefallen und bei gefühlten 180 Bieren, die ich mir in Polen bis jetzt gekauft habe, da können noch mal zwei wenige gute dabei sein. Dann würde ich sagen, sage ich danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und ich habe jetzt echt einen lustigen Abend vor mir, weil das werde ich jetzt noch mal richtig genießen. Richtig gutes Bier, Pastry Stout, das streiche ich mir im Kalender jetzt mal ganz groß an. Da werde ich mal demnächst mehr davon machen. Wenn ihr gute Pastry Stouts kennt, immer her damit mit den Informationen, wo man es bekommt, wie es heißt und von welcher Brauerei es ist. Und dann werden wir das hier demnächst auch auf den Kanal bringen. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.